herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ich muss hier ein bisschen langsamer fahren. Bin vorhin schon geblitzt worden. 73 Euro weniger. Diesmal hat es nicht hingehauen, zum Glück. Volker Varuna, hallo. Hallo Varuna. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bei dir jetzt am Sägewerk stehe. Ah, bist du das? Jupp. Ich muss nur kurz das Gespann hochfahren, dann passt's. Mhm. Ja, ja. Ich bleib so lange hier im LKW, oder? Ja, ich komme runter. Ich komme ein bisschen hoch und schau mal. Ja. Muss ich mal ein Der Johnny aber ordentlich zu kämpfen, oder? Ja, ich glaube, ich muss mal einen Filter sauber machen. Ja. Ei. Das Sägewerk ist ganz schön gewachsen. Also hier sehr viel Holz, also hat, ich glaube, das betreibst du echt gut. Ich warte, ich kuppel dir ab. Jo, dann geh. Jo. Moment. Naja. So. Ja, läuft ja, recht heftig. Das ist doch perfekt. Jo, Holzkohle habe ich auch schon wieder für die Kameraden von der Gemeinde. Ja. Warte mal, ich muss mal gerade reingucken. Ja, können wir schnell machen. Die haben die Plattform schon wieder hingestellt. Ja, hier haben wir schon wieder, was haben wir da? 7 Paletten. Feinste Holzkohle hier. Kann echt nichts sagen. Und nochmal 2 drin. Ja, das läuft. Ja, Holzkohle ist auch was, damit hast du echt Glück. Du brauchst es immer, also es wird immer gebraucht, weil Wasser ist. Ja, klar, also ist ja wichtig, die Holzkohle. Ist auch gut für dich, hast du immer Einnahmen oder in relativ regelmäßigen Abständen. Ohne Ding läuft nix, ohne Holzkohle. Ja. Und auch mit den Leerpaletten. Jo. So. Wo musst du das Wasser jetzt hinbringen? Ich habe noch gar kein Wasser geladen. Ich wollte noch mal zu dir runterkommen, aber ich fahre dann zu Hof 1 fahre dann übers Wasserwerk zurück. Ich muss bei mir direkt gegenüber, also in Helmbergen. Ah, okay. Aber für dich ist es auch besser, bist du mit dem LKW, ist man ja schneller unterwegs. Hast du einen Auftrag, dass du das Wasser dahin bringen musst, oder was? Ja, hat mir der Herr Trüster erteilt, quasi, weil der ist ja heute im Urlaub. Ah, okay. Ja, ich bräuchte nämlich auch Wasser. Ich habe jetzt schon das Lohnunternehmen beauftragt. Ach so, sonst hätte ich es dir auch schnell runterfahren können. Naja, passt schon. Ja, ist gut. Muss auch die ansässige Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Ja. Und das LU hat ja sowieso. Zumindest, was die LU-Tätigkeiten haben, sind, immer ein bisschen zu knabbern. Ja, also ich hatte jetzt das LU auf meinem Feld einmal ansehen lassen, weil ich da relativ im Stress war. Genau, und sonst weiß ich gar nicht, wie es gerade aktuell beim LU ausschaut. Ja. Könnte vielleicht ein bisschen besser geworden sein. Ja. Weißt du eigentlich, was hier hinkommt? Ich habe nämlich letztens schon überlegt, da ist mir nichts eingefallen. Vielleicht. Also ich könnte mir halt irgendwas industrielles. Achtung, Blitzer. Ja, ich weiß. Nein, bitte nicht. Ach gut. Nicht noch ein teures Passfoto. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Wer braucht das schon? Oh, stimmt. Vor allem dann noch. Der Neumann muss ja noch zahlen. Vor allem dann noch. Naja, vor allem dann noch in Schwarz-Weiß. Hast du wohl Erfahrung gesammelt schon, ha? Huh? Das ist hier übrigens der Hof von der Gemeinde. Ja, hat den Neumann einfach so abgesegnet hat.
Ich meine, prinzipiell, ich verstehe dich ja schon, also von den Stimmen her wärst du überstimmt. Aber prinzipiell ist es schon richtig, also es muss. Moment, du hast letzte Woche das alles auf Neumann geschoben, hast gesagt, ja, er sollte das mit mir nochmal besprechen. Ja, ich sage ja nur, prinzipiell wärst du überstimmt, aber es ist richtig, natürlich hättest du auch davon Bescheid wissen müssen. Aber ich hatte zum Herrn Neumann gesagt, dass er dich bitte nochmal anrufen sollte. Ja. Das muss ich frage gerade nach Instinkt. Ja, passt schon. Hey, Polizei ist auch umgezogen, ne? Ja, gegenüber von Resex. Ich glaube, der Resex, der hat sich nicht so gefreut. Okay. Kann sich nicht immer über alles freuen. Ja, das stimmt. Ja, jetzt sind meine beiden Felder erntereif geworden. Ja, stimmt, ich wollte auch noch mal ins Tablet gucken. Hab ich vorhin ganz vergessen. Oh, Mist. Erntereif oder verfault? Erntereif. Muss man gerade telefonieren. Ja. Ja, geht nicht. Belegt. Ich lass gerade den Herrn Krüger bei mir abernten. Dann kann man eine SMS geschrieben. Brauchst du noch einen Döner? Nee. Vorhin erst eine Pizza gegessen, auch wenn es ein bisschen früh war. Ja, obwohl zum Mittagessen. Volker Varuna, hallo. Hallo, ich bin Neumann. Jo, Neumann, wir sind gerade auf dem Weg zum Müller. Aber jetzt habe ich gesehen, hast du noch einen Mitarbeiter? Wahrscheinlich wegen Ernten, oder? Jo, die 81, ein Drescher steht schon da. Oh, ja. Müsste relativ zügig gehen. Ja, Müsste aber ein Fahrzeug zum Abtanken hin, weil ich glaube, da ist noch Raps drin. Macht ihr das jetzt beide oben oder also machst du das jetzt mit dem Lukas? Also wenn es jetzt darum geht, dass sonst mein Feld nicht geerntet werden kann, dann würden wir zweites alleine machen, ja? Ja, das spielt gerade nämlich damit Fahr weiter. Eine Rolle. Also, ja, dann kümmere dich lieber um mein Feld, das ist mir wichtiger, sorry. Aber ja. Weil das ist nur ein Pachtfeld, dann geht mir wieder ein Haufen Geld flöten. Also, vielen Dank dir, gell? Wie gesagt, ja, unten Fahrzeug zum Abtanken mitnehmen. Aber Drescher steht da. Ja. Gut, danke. Tschüssi. Tschüss. Der Stefan Müller lebt direkt an der Sandwich-Produktion. Alter, der hat's gut. Ja, je nachdem, ne? So, das muss er. Ich hoffe, dass der auch bei seinem Hof ist. Er hat gemeint, er wäre da. Bleibt da einfach mittendrin stehen, ist ja klar, oder? Immerhin leicht an Baum. So, warte mal. Mal gucken, wo er rumrennt. Ah, ja, jetzt schaffe ich. Hm. Warte vielleicht mal. Lebt er auch noch im Wohnwagen. Ruf den mal an. Ja. Stefan Müller hier. Ja, Herr Müller, wir sind bei Ihnen am Hof. Ich bin sofort da, ich fahre gleich um die Ecke. Ah ja, gut, bis gleich. Bis gleich. Lukas? Ja? Der ist gleich da. Okay. Ich meine, der fährt gleich um die... Wo bist denn du? Ah ja, da. Muss ich nicht immer so schreien, ey. Ja. Oh. Der Druck ist leer. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber Wasser. Er ist Wasser, ja. Ah, vielleicht.
Ja, naja, aber. Beruhigt, ist die, der also, Ripper gefährlich. Hm? Du lebst aber gefährlich, wenn er mit der Beinengabel. Ja, ich habe ja zwei Augen im Kopf. Ja, also ich muss sagen, es ist schon mal für einen Vorteil, dass die hier so viel Auslauf haben. Ja, das stimmt. Also, das haben sie nicht überall. Das stimmt, also das ist auf jeden Fall positiv. Oh, guck mal, wie viel Gold die schon produziert haben. Das ist auch gut. Eins, zwei. Aus was produziert eigentlich der Norman seinen Dünger, damit man weiß, ob der den biologisch produziert? Der Dünger darf der hier nicht verwenden, wenn er Bio macht. Ja, das auch. Der darf hier nur Kompost oder sowas zum Düngen benutzen. Ja, Kompost. Und eigentlich muss er das sogar nachweisen. Mhm. Das müssen wir aber. Ich weiß gar nicht, wo hat denn der sein Grasfeld eigentlich? Müssen ich wir mal nebenan. Achso, sonst müssen wir da halt auch mal eine Kontrolle oder so durchführen. Ja, Stichproben würde ich machen. Ja, genau, Stichproben. Siehst du den schon? Und direkt neben der Kuchenproduktion. Ja, ich höre was. Ah ja, da ist er. Weil ich wollte gerade sagen, gleich ist bei mir was anderes. Ach, da sehe ich ja auch mal meinen alten Trecker wieder. Hey, pass mal auf, du hast gerade deine Ballengabel angefahren. Nee. Die Ballengabel hat auch geflügelt. Der hat sich so hingestellt. Die lag schon so. Die lag schon so. Der Müller hat gerade... Wo ich gerade vom Hof runter bin, da war die noch nicht. Ja, wir sind bloß bis da hinten gefahren und dann hergelaufen. Ja. Also, und bestimmt fasse ich die nicht per Hand an. Hinterher spiele sie mir noch auf, weil... Nee. Also, wie viele Schäfchen haben sie denn hier denn schon? Ich habe insgesamt 28 weiße und 14 braune. Okay. 28, 14, 42 schon. 42 ist eine gute Zahl, ne? Ja. Kommen Sie mal her, ich will wissen, ob die Ihnen auch vertrauen. Gehen Sie mal an das weiße Schaf ran. Wenn das gleich wegläuft, dann... Oh. Okay, ich glaube, das funktioniert so nicht, weil wir da unterschiedlich sind. Ja, aber die Schafe... Aber die sind schon sehr zutraulich, also. Ja, aber wegen der Schuhe, wenn man da sich anschaut, wie die Schafe geschoben, also dass die sind ja relativ ausbruchsfreudig. Ja, ich muss so dazu sagen, ich war jetzt ein paar Tage nicht da, ich muss mal wieder hier neu einstreuen. Herr Müller, das hat nichts damit zu tun, sondern Schafe sind generell als Tiere, als solche scheu. Nur mal eine Frage, ich habe vorhin gesehen, der Wassertrog ist leer. Deswegen, ich war jetzt 2 Tage nicht da und die haben anscheinend sehr viel getrunken. Ach wo so. Ich nämlich weg war, war es nämlich voll, das waren über 10.000 Liter, die ich reingebummt habe insgesamt. Hm. Ja gut, dann werden die ja wohl noch ein bisschen... Okay, aber mal eine andere Frage, wie düngen sie eigentlich ihr Feld oder ihre Wiese fürs Futter? Seitdem ich den Hof übernommen habe, den Hof habe ich ja noch nicht so lange. Hm. Das ist glaube ich knapp einen Monat jetzt her, wo ich den Hof habe. Seitdem habe ich auch jedes Mal nur mein Feld ansehen lassen ohne Dünger. Okay. Okay, also was sie natürlich tun können, also sie wissen ja... Ist ja mit Mistdüngen und so. Genau, und sie können Mist, Gülle, Kompost, sowas können sie natürlich als Dünger verwenden, um ihren Ertrag zu steigern. Das ist das selbstverständlich. Was sie halt nicht benutzen dürfen, sind chemikalische... Genau, wie Pflanzenschutz, deswegen steht da hinten auch mein Striegel, den ich gerade also was geholt habe. Pflanzenschutz, Mineraldünger, Flüssigdünger, solche Sachen dürfen sie nicht benutzen. Ja. Sie haben das Glück hier auf der Grünfelder Land, dass sie das Saatgut doch benutzen dürfen, weil der Flüssigdünger, den für die Saatgutproduktion benutzt wird, der wird vorher nochmal gereinigt und speziell hergestellt. Also deshalb haben sie mit dem Saatgut keine Probleme. Jo. Gut. Ja, also... Wie viel A haben sie hier für die Schäfchen? Wie viel Ar? Also wie viel Fläche haben sie hier? Hektar kennen sie ja, oder? Ja. Ja, und das zwischen Hektar und Quadratmeter ist Ar. Boah, schätzungsweise. Also so genau weiß ich auch nicht. Derjenige, der war auch nicht vor Ort, der hat mir bloß alles gegeben, hat mir noch nicht mal was gezeigt. Hm. Er hat mir auch nicht weiter Auskunft darüber gegeben. Schätzungsweise, was ich, 40, 30, 40
Ja. Okay. Wow. Und Ihnen ist schon klar, also das werden wir dann unangekündigt machen, auch immer mal Kontrollen auf den Feldern, ob ja. sie nicht doch betrügen. Ja. Also ich will Ihnen hier gar keinesfalls irgendwas unterstellen, aber es muss halt kontrolliert werden, sonst wäre das ja fatal auch. Stellen ja. Sie sich mal vor, es würde als Bio-Schafwolle vermarktet werden, daher ist es gar keine Bio-Schafwolle, also nee. Das wäre... Ja. Das wäre nichts. Was machen Sie eigentlich mit der Schafsmilch? Oder machen Sie gar keine Schafsmilch? Die Schafsmilch, die die Schafe produzieren, die wird jeden Tag zweimal den Tag abgenommen. Mhm. Und die habe ich jetzt auch vor kurzem an die Blaubeeren verkauft. Ah, ja, ja. Okay. Und zwar in einer rauen Menge. Mhm. Okay. Gut. Knapp 30.000 Liter. Was kriegen Sie dafür für 1000 Liter? An Preis? Für die 1000 Liter je nach Tagespreis. Die haben mir Rechte für eine Tagestabelle, die sie benutzen, gegeben. Mhm. Und da wäre jetzt zum Beispiel gerade der Preis 3700 bis 3800. Insgesamt okay. habe ich jetzt für das alles zum Abzugolden 10.000 bekommen. Also für das, was sie zuletzt abgeliefert haben. Ja, für das, was sie gerade eben abgeholt haben. Mhm. Fällt das unter normale Milch oder unter Schafmilch? Ist das extra? Nee, Schafmilch ist extra. Schafmilch kommt ja von einem anderen Tier ursprünglich als die von einer Kuh. Ja, 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 die klar. Kuh macht Mut, ja. Die Schaf macht Mäh. Ich schaue nur gerade. Ach, ich glaube, ich weiß es. Ja. Okay. Das müssen sie dem Müller schon ein paar Mal erklären, bis der das gerafft hat. Ja. Ich meinte auch im internationalen Markt. Also ich muss gerade mal sagen, wenn Sie das Bio-Siegel kriegen, dann haben Sie die Berechtigung, 5% nochmal auf den Verkaufspreis draufzuschlagen. Für Ihre Milch, weil die ist ja natürlich dann hochwertiger. Also da dürfen Sie dann am Ende nochmal 5% draufschlagen. Weil sie unterliegen ja natürlich auch strengen Auflagen und da müssen sie sich ja auch dran halten. Und von dem her, das dürfen sie dann, sobald das Siegel erteilt wurde, dürfen sie das auch machen. Das müssen sie dann natürlich mit den Blaubeeren noch klären und wenn die da ein bisschen rumzicken, dann verweisen sie die einfach an die Gemeinde. Und zeigen sie ihr Siegel und alles. Gibt da auch die entsprechenden Vorschriften. Ne? Genau. Und wenn es gar nicht gehen sollte. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich mal kurz was trinken gehen und dann schauen wir uns noch kurz Ihr Feld an. Dann ja, nachher. Ich auch. Gut. Ja. Dann. Auf geht's. Dann kommen wir mal mit. Auf geht's. Was aha. wollen die hier? Wir wollen mitkommen. Er soll mitkommen, okay. Genau. Ich warte mal kurz. Was wollen die Herren denn trinken? So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen rein. Dann geht's weiter hier. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.